For generations you've slept. No purpose, no call to wake you. But now, something has risen from the ruins of the old war. Crusade they have begun to transform the scattered colonies into an empire, to see that the Tenno, hidden and asleep, will never awake. Very good, Colt. Hallo und herzlich willkommen. Ja, es beginnt Warframe. Ich habe mir gedacht, ich biete euch mal ein bisschen Abwechslung hier auf dem Kanal. Muss ja nicht immer nur Path of Exile sein. Sollte vielleicht hier einfach mal ein paar Worte zu Warframe verlieren oder warum gerade Warframe. Ich habe das ja vor einiger Zeit schon mal kurz angespielt für ein paar kleinere, ja, ich sag mal Aufgaben und hat mir sehr gut gefallen. Also Warframe ist ja mehr oder minder in Richtung Shooter. Es ist ein MMO. Vom Shooter her ist das eben, also ich hatte so den Eindruck, man muss am Anfang gar nicht so viel Skill haben, also das ist dann durchaus gut für mich. Ja, ist ein MMO, ist free to play. Man kann natürlich auch hier, so ähnlich wie bei Path of Exile, auch kann man hier Geld investieren, muss es aber nicht. Soweit ich das weiß und richtig verstanden habe, kann man seinen Char im Prinzip aufbessern, beziehungsweise seine Ausrüstung, und das kostet Zeit. Also da wird dann eine Veränderung, dauert ein oder zwei Tage, also Echtzeit, ein oder zwei Tage. Und wenn man Geld investiert, wird das Ganze beschleunigt. Man kann auch ein paar Items kaufen, wenn man es eben möchte. Aber, und das ist eben sehr interessant, man muss es nicht. Man kann sich eben auch die Zeit lassen für diese Aufbesserung. Dann dauert das eben ein, zwei Tage, da ich sowieso nicht täglich spiele, auch nicht so dramatisch. Und die Sachen, die man kaufen kann, die kann man auch finden, die kann man sich auch spielen. Also, ich sag mal, relativ ähnlich wie auch bei Path of Exile. Man ist da relativ frei, man kann, aber man muss nicht. Das sind natürlich immer Spiele, die mir sehr gut gefallen. Vom Skill her, wie gesagt, also man muss jetzt nicht der Ego-Shooter-Specialist sein, sondern man kann das auch als Otto-Normal-Zocker gut spielen. Und ich denke mal, das ist jetzt mal ein Versuch wert. Also ich werde jetzt hier mal ein paar Folgen raushauen. Ich werde jetzt mal tatsächlich diese ganzen Missionen, die man am Anfang braucht, freispielen, solange bis wir in den Open-World-Bereich kommen. Auch hier MMO, das heißt, ihr könnt allein spielen, ihr müsst es nicht. Wer lieber in der Gruppe spielt, hat hier die Möglichkeit, in der Gruppe zu spielen. Wer lieber allein spielt, der zockt halt allein. Also auch das sehr interessant. Ja, wir wollen uns das Ganze mal anschauen hier auf dem Kanal. Und ich bin mal ganz gespannt. Mal schauen, wen von euch das interessiert. Wer einfach der Meinung ist, er braucht mal ein bisschen Ablenkung von Path of Exile, oder wer sagt, PoE will ich nicht mehr, schau einfach aber gerne bei den Videos. Wir lassen uns einfach mal überraschen. In diesem Sinne, ich denke mal so, mal grob geschätzt, ein, vielleicht zwei Folgen die Woche. Ich denke mal, das reicht für den Anfang, bis mich das Fieber packt vielleicht. Wollen wir mal schauen. Diejenigen von euch, die hier Path of Exile schauen, brauchen hier auch keine Angst haben. Es läuft trotzdem weiter. Also, sind wir mal gespannt. Also, am Anfang muss man seinen Warframe aussuchen. Der Haken an der ganzen Geschichte ist, man hat einen Warframe, den sucht man sich aus. Man kann den nicht löschen und kann auch nicht neu anfangen. Man hat also quasi dieser Warframe, der ist mit dem eigenen Account mehr oder minder verbunden. Den Warframe selber kann man irgendwann später tauschen, das schon. Aber Account ist Account. Das heißt, das, was ich mir jetzt aussuche, das habe ich dann definitiv auch eine Weile am Hals. Ich kann mich hier eben also für diesen
Excalibur entscheiden, der eben diesen Schwertstoß hat, radiale Blendung, radialer Schwertwurf, erhabene Klinge. Ich kann mich auch für diesen Mag, Excalibur, perfekte Mischung aus Mobilität und Angriffskraft, das ist eben ja für neue Spieler, also für mich. Dank vollständig kommt über das umliegende Magnet der Mag, eine Meisterin im Manipulieren des Gegners. Und dann haben wir auch noch Volt. Erzeugen und Zügeln, richtet großen Schaden, ist perfekt für Spieler, die eine potente Alternative zu herkömmlichen Waffen wünschen. So, also da werde ich, glaube ich, gar nicht lange überlegen. Ich denke mal, wir werden uns hier, oder ich werde mich hier für den Excalibur entscheiden. Und einfach deswegen, ja, für neue Spieler und so. Den hatte ich damals auch angetestet. Der war nicht schwer. Ich weiß jetzt nicht. Magische Kräfte, betäubst sie. Polarisieren. Das wäre vielleicht mal für irgendwann anders. Also wenn jetzt hier einfach mal besteht, wenn ihr jetzt mal das kann, dann schauen wir mal weiter. Also sind hier die Tenno, irgendwie sind wir in Gefahr. Das ist der Typ, der uns irgendwie erledigen will. Das ist nur keine Schönheit. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir so wirklich aussehen. No. We are taking this one with us. What has he done to you? I can't lose another Tenno. I am surging your Warframe's power systems. Quick, use your power. Defend yourself. So, also ich sag mal, das ist am Anfang. Ich muss jetzt mal gucken. Das ist noch ein bisschen die Einstiegsmission. Und ich denke mal, wir werden uns da ein bisschen, kann ich eigentlich auch normal schlagen. Nee. Das ist derzeit meine einzige Kraft, da ich noch keine Waffe besitze. So, Teil 1, Warframe-Fähigkeit. Also mit der 1, unbewaffnet, okay. 1 ist ja eine blöde Taste, weiß ich gar nicht. Also Leben quasi, Personal. Oder so ähnlich. So, wir auch mal gucken. Also wir können springen. Hier ist auch das Ziel angegeben. Ich weiß nicht, also die Maus ist schon ziemlich... Kann ich denn hier auch irgendwie noch was an den Einstellungen verändern? Das wäre vielleicht mal gar nicht so schlecht. So, Controller anpassen. Oh, das ist schön. Anzeige wollen wir mal gucken. Auflösung. So, ich hätte gerne die Auflösung ein bisschen höher. So, weil die dann auch zu der Aufnahme passt. Das wollen wir mal machen. Bildverhältnis automatisch, Helligkeit, Kontrast. Ich glaube, das lasse ich einfach mal bestätigen. Jetzt sollte sich ja ein bisschen was verändern. Oh, das sieht aber gleich ganz anders aus. Sehr gut. So, Optionen. Das ist natürlich ein bisschen jetzt der Haken. Ich konnte das leider nicht vorher machen. Ich muss es jetzt machen. Das tut mir jetzt auch ein bisschen leid. So, wir wollen mal gucken. Blick im X-Achse, Controller automatisch. Controller habe ich nicht. Spielen nach wie vor mit der Maus. So, und ich weiß nicht, obwohl hier geht das jetzt. Gameplay, was kann ich da noch machen? Einladung erlauben, alte Geschenke von Freundschaftsanfragen. Ja, lasse ich jetzt einfach mal mitlaufen. Chat, okay, nein. Interface, Gegenstandsbeschriftung, Menü, Mauszeigergröße. Den kann ich größer machen oder was? Nö, das lasse ich mal so. Cursor-Empfindlichkeit. Gut, also ich sag mal, das sind so Sachen, die denke ich mal, werde ich mir dann wohl nochmal genau angucken. Anzeige hatten wir schon. Audio. Wollen wir mal die Musiklautstärke, damit wir da nicht irgendwie Ärger kriegen. Die werden wir mal ein bisschen runterdrosseln auf 0. Ich denke mal, den Rest kann ich lassen. Wir werden mal schauen, wie das jetzt von der Lautstärke hinschaut. Werde ich mir bei der ersten Aufnahme auch angucken müssen. Und dann gucken wir einfach mal. Mikrofon brauche ich nicht. Audio-Wiedergabegerät, das ist alles okay, glaube ich. So, Steuerung. Kann ich da wirklich nichts mehr machen? Na gut, ich sage jetzt einfach mal bestätigen. Und was ist
Schau dir die Fähigkeiten, Kombos, lerne deine Haltung zu meistern, Kommunikation, Freunde. Okay, also fortsetzen. Das sieht richtig cool aus jetzt. So, halte linke Shift-Taste zum Sprinten. Okay. Aha, okay. Da muss ich vorüber, ja? Ja. So, und jetzt kann ich eine Nahkampfwaffe auswählen. Entweder das große Ding hier. Habe ich da noch eine andere Wahl? Oder das kleine. Schnetzel durch Feinde mit dieser agilen Kriegerklinge. Oder eben will ich das große haben. Mit heftigen Schlägen. Ich glaube, ich würde mal das nehmen. Mit X nehme ich das aus. Was war das jetzt? Ja, wir werden sehen. So, also hier muss ich jetzt weiter. Aha, okay, mit E. Okay, das hatte ich aber auch noch. Okay, Kampf habe ich also auch. Das ist jetzt so ein bisschen so das Einführungstutorial. Wird mich wahrscheinlich noch ein bisschen doof anstellen, aber macht ja auch nichts. Ich könnte ja fast sagen, seid ihr von mir gewohnt, aber... So. Linke Kontrolltaste zum Kriechen. So, eine Waffe wäre ja nicht schlecht, ne? Ah, okay. Lautlose Angriffe. Oh, das mag ich. Sind da noch irgendwelche Gegner? Aber sieht auch grafisch sehr schön aus, ne? Also für ein Free-to-Play. Ich hatte das ja, wie gesagt, mal angespielt. Da war es noch nicht so schön, aber da habe ich auch noch, There's a cache of weapons ahead. Grab what you can. Ah, okay. Kriechen wir mal wieder. So, durchstoße lautlos. Ja, lautlos ist nicht so meins. Die nehmen wir. Mit Heiligkeiten, ich hasse ja nicht so mit Heiligkeiten, ne? Also, aber ihr seht schon, man hat es ein bisschen aus. Man hat so seinen Warframe, den sucht man aus. Also der Warframe, der ist eben vorgegeben, was der so für Möglichkeiten hat. Dann kann man sich die einzelnen Waffen noch aussuchen. So, hier und da blinkt natürlich immer was. Okay. So. Kann das andere? Das heißt, ich könnte jetzt noch tauschen oder was? Oder kann ich mehrere Sachen aufnehmen? So, ich will mal gucken, was passiert. Ach nee, gut, ich muss dann das eine wieder da liegen lassen. Nee, dann wollen wir doch lieber... Ich finde das mit den Heimlichkeiten nicht so gut. Ist nicht so meins. Pistolenmunition ist voll. Gut, was haben wir da? Auch das Pistolenmunition, okay. So, das ist Gesundheit. Okay. Mit R lade ich also nach. Gut. Ist jetzt auch nicht so untypisch. So, also ich kann jetzt hier also sprinten. Und dann kann ich rutschen. Okay. Hat schon was. Hat schon was. Wollen wir mal gucken. Jetzt geht er weiter. Grafisch. Nicht schlecht. Grafisch. So, wo muss ich hin? Jetzt wollen wir mal sehen, dass wir vielleicht weiterkommen. Salvage Team, why have you not reported in? Oh oh. Ich glaube, er ahnt, da ist was im Busch. Oh, jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand. Kann ich da auch rüber? Ja. So, während du die umzurutschen, okay. Und eins ist die. So, wo ist meine Lebensanzeige? Die ist, glaube ich, ganz gut. So, das heißt, man kann schleichen oder man kann richtig loslegen. So, das heißt, hier mache ich dann. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu groß für, für die Auflösung oder ich weiß es nicht.
habe keine Ahnung, ist egal. So, und da sind nachher Sachen, also hier kann man irgendwie, wenn ich das richtig verstehe, also hier kann man Ressourcen sammeln und damit kann man nachher seine Items verbessern. Das heißt, wir nehmen mit, was wir kriegen können. So, das sind also Munitionsdepot oder was auch immer. Ja, okay, wird auch alles angezeigt, also man kann eigentlich auch genau genommen nichts übersehen, scheint mir. So. Irgendwelche Gegner in sich? Nee. Bis jetzt nicht. Oh, 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 oh. You made it. There's the extraction ship. Oh, voll erwischt. Der hätte uns jetzt da, glaube ich, rausretten sollen, ja? Und der Typ hat es erledigt. Drecksack, Elendiger. Elendiger! You're not ready to face war now. Use your melee weapon to block the beam and get inside. Ah, okay. Mhm, okay. Das heißt also... Was genau heißt das? Jetzt kann ich mich so verteidigen, oder? You need to avoid Vor's beam or divert it with your melee weapon, Tenno. Kann ich ihn irgendwie durchsuchen? Ah, habe ich. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, was er mir erzählt hat. Sie. Oh. Ah, das habe ich nicht lang genug gemacht. Oh, mein Warframe ist irgendwie... Lädt er sich von alleine wieder auf? Oder wie muss ich das jetzt machen? Ja, er lädt sich wieder auf. Okay. So, ich glaube, mein Fuß ist verletzt. Oder was? Hm. Also komischer Helm, ne? Oh. Ja, okay. Ich glaube, es gefällt mir, das Spiel. So, die Frage ist nur, wo muss ich hin? Get to the console and release the lockdown. Do that and I will guide you to your old ship. It's your only chance. Okay, wenn das meine einzige Chance ist. Oh, das ist ja cool, Doppelsprung. Ja. But I need to know more. So, ich bin ja ein bisschen in Deckung hier. Dachte ich eigentlich. Ich geht's auch. Tenno, you need to go to the console to release. Ja, das hattest du schon gesagt, aber wo muss ich denn da hin? Ist aber schon irgendwie nervig. Schön wäre, wenn das einfach... Also X. Okay. Abregung habe ich jetzt aufgehoben. Doch. You will have to face Vor another time, when you're fully restored. Also ich werde noch richtig gut da drin. Renier, my sons. Prepare the reinforcements. We need. Springen kann ich auch gut. Tenno. So, ich muss aber irgendwie nach oben. Und dann muss ich da hinten durch, oder? Und zwar schnellstens. So, jetzt würde ich aber gerne mal wieder auf Fernkampf. Das liegt mir doch irgendwie. Mit, was du kriegen kannst, hat sie gesagt. Das ist... Das ist, wenn man nicht nachlädt, ne?
A Tenno flows like fire over the battle terrain. So. Do you remember how to dash across walls? Na, dann machen wir das mal unser Glück einfach mal probieren. Aber hat nicht wirklich geholfen. Was sollte ich machen? Ah, irgendwie ging's. Okay, Basisfortbewegung. Also ich finde das so schön. Sie hakt das immer ab hier, ne? Hat er begriffen? Ich weiß nicht, wie ist bei euch der Eindruck? Habe ich es begriffen? Scheiße, gerne in die Kommentare. Wähle Primärwaffe. Nee, kein Problem. Ich will hier. So, wie sieht's jetzt aus? Was kann ich jetzt hier? I'm not sure what Vor has done to your warframe, but we cannot remove it now. Just keep going. Your ship is up ahead. Waffen wechseln kann ich wie? Wie kann ich denn wohl Waffen wechseln? Weiß das einer? Muss hier irgendwie gehen. Was ist das? Hat sie das erzählt? Habe ich wieder nicht aufgepasst? Na gut. Das sah gut aus. Ja. So ein Spiel. Also ich sag mal, aber wie ich schon sagte, also es ist jetzt auch nicht so super kompliziert. Also man kommt noch relativ gut durch. Achso, einmal kurz. Und lang. Ah, okay. Wenn ich lang halte und dann einmal kurz mache. Okay. Hui. Das haben wir viele Tasten zu merken, ne? Oh, aber macht nichts. Habe ich die richtige Waffe auch? Ja. There it is, your ship. Hurry. Vor's reinforcements must be on their way. Wo ist es? Da hinten ist es, okay. Das ist also mein Schiff da, oder was? Disengage the suppression system so we can restart the ship. You'll have to bypass the security on that panel. Zack, erwischt. So, war das? Oder ist da noch jemand? Nervt mich dann noch jemand? Freunde, kommt ruhig her. Kommt ruhig her! Ich zeig euch, wie der Hase läuft. So, also, muss ich da jetzt irgendwie was machen? Ah, ich muss da einmal gegenlaufen. Das muss ich jetzt X drücken, oder? Nee, Space, okay. Einmal, zwei und drei. Ich würde sagen, geschafft. Das war jetzt leicht. Das war jetzt leicht. Stop und touching me, you. What? Are my senses deceiving me? Operator, is that you? Enemy reinforcements are here. Ship Cephalon, we require immediate extraction. The operator is in danger? I will need a few moments to cycle the engines. Wo sind die Gegner? Ten, are you afraid? You cannot hide from me so far. Sind noch mehr? Oh, I've marked you. You will return to me. Marines inbound. Na, der ist mir jetzt aber direkt in die in Schusswechsel, oder? Da ist noch einer. Das hat schon was. The ship is ready. It's time to leave. Die nehme ich noch hier. Wer auch immer das ist. Oh. Ah, hat sie mir nicht gegönnt. Hat sie mir nicht gegönnt. Ich muss jetzt zusehen. Schickes Schiff. Mach ich leid. Hat so ein bisschen was von Destiny. Die sehen ja doch recht ähnlich. Aber ist gut gemacht. Also. So, was habe ich? Du hast Schwierigkeiten dabei. Deine Schadenszahl zu sehen. Passe die Hutskalierung im Optionsmenü an. Okay. Doch schon ganz gut. Also wir gehören zu Nintendo und die anderen sind die Bösen. Mehr müssen wir eigentlich gar nicht wissen.
So, was passiert? Er lädt da jetzt? Oder wie ist das? Ich weiß auch gar nicht. Also, war eine lustige Runde bis jetzt. Man muss ein bisschen reinkommen ins Spiel. Man muss einfach ein bisschen reinkommen ins Spiel. Ist ja ein Klassiker, ne? Aber, wie gesagt, free to play. Macht Laune. Bis jetzt. Ich denke mal, das bleibt auch so. Muss jetzt irgendwas drücken. Oder lädst du? Oder was machst du gerade? Drück mal die Leertaste. Passiert auch nichts. Macht ja auch nichts. Naja, so genau müssen wir jetzt die Flucht ja nicht hier ausspielen. Ah, guck mal hier, wenn ich die D-Taste drücke, dann bremse ich da ein bisschen oder was? Wenn ich die drücke, passiert gar nichts. Also irgendwas passiert hier schon. Bloß ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Ladebalken da nicht unten eigentlich vollgeladen ist. Oder was mir jetzt noch fehlt? Leertaste, passiert gar nichts. Also er lädt noch. Ah, hier kann ich auch mit der Enter-Taste ein bisschen ausbremsen. So kann ich mich jetzt auch ein bisschen beschäftigen, ne? Das könnte ich jetzt stundenlang machen. Also... Was denn, wenn ich die Escape-Taste drücke? Passiert gefühlt gar nichts. Nee, so wie es da ausschaut, muss ich jetzt an der Stelle abwarten, bis ich irgendwie weiterkomme. So, ich weiß eben nur nicht genau, warum das da gerade nicht weitergeht. Das macht mich immer ein bisschen nervös, weil dann denke ich immer, er lädt gerade nicht oder Verbindung ist abgekappt oder was auch immer gerade passiert ist. F-Tasten, jetzt drücke ich gerade irgendwelche Tasten. Aber er wird ja irgendwas laden wollen jetzt hier. Aber er funktioniert oder noch? Aufgehängt hat er sich nicht. Muss wohl abwarten einfach. Naja, wie gesagt, also ich kann ja noch ein bisschen was erzählen oder so. Soweit ich da irgendwie was weiß. Also wenn ich mich nicht irre, können wir die Waffen verbessern. Wir können unseren Warframe verbessern. Ich denke mal mehr Leben, mehr Rüstung. Vielleicht kann man auch schneller oder höher oder weiter springen. Also da kann man doch im Prinzip das eine oder andere kann man da noch machen. Dafür muss man eben diese Ressourcen sammeln, das haben wir ja auch schon gesehen. Und man bekommt nachher mehrere Aufgaben und das gucken wir uns dann auf alle Fälle noch gemeinsam an. Ich würde sagen, das ist vielleicht auch gerade jetzt ein super Zeitpunkt. Ich warte mal ab, ihr braucht ja nicht zuschauen, wie ich hier 3 Stunden durchs All fliege. Da wird er ja jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund jetzt einen Server nicht zu fassen kriegen. Was auch immer. Wie dem auch sei, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt. Ich glaube, dass wir werden hier ein bisschen Spaß haben und ich hoffe mal, ihr habt auch ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ob es Spaß macht zuzuschauen, da will ich das wissen. Ja, doch, immer her damit. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.